Boss, kurz meine Freundin. Lars erzählt, wie viele Maschinen David bei Flizzy verdient hat. Er meinte wohl, Flizzy hat ihn nie richtig bezahlt für seine Feature-Parts. Er hat bei keiner Konklamme, vergiss die Straße nicht. Und Vibe hat er irgendwelche Parts geschrieben und hat er irgendwie kaum Kohle kassiert. Er meinte, Flizzy wäre ein bisschen knauserig, was die Kohle angeht und wüsste nicht, wie eine Überweisung geht. Verdammt nochmal, Lars. Okay, das ist ehrenlos, jemanden, der für einen schreibt, nicht zu bezahlen. Warum lässt du dich denn auch so verarschen, verdammt nochmal? Du bist ein talentierter Junge. Forder doch einfach dein Geld ein. Du musst doch irgendwie ein bisschen energischer, ein bisschen zielstrebiger, ein bisschen energischer rüberkommen, ein bisschen, dass du auch irgendwie dein Recht mal zur Geltung bringen kannst. Und bei Shirin David lobst du ja so einen Himmel. Hat mich immer gut bezahlt, hast deine Kohle kriegt. Okay, wenn es stimmt, ehrenvoll, kann man nichts gegen sagen. Wer Leistung bringt, wird auch bezahlt. Aber das irgendwie, das mit Fliese kann ich irgendwie nicht so ganz glauben. Weil wie Fliese sich immer darstellt, okay, wir kennen ihn nicht privat, aber dass er ein Knausiger ist, das klingt doch eher nach Bushido, Mann. Vielleicht hast du die beiden verwechselt. Weil ganz glauben kann ich das nicht. Okay, meine Freunde, was ist denn für ein Boots? Aber wenn ihr gleich nicht wächst, meine Freunde, bist du nicht meine Freundin.